in this planet, we have 196 countries who are independent. I think there is no sense to keep G20. We have to create like G196. Bei den G20 gibt es viele Konflikte, geopolitische Konflikte, aber auch ökonomische Konflikte. Einig sind sich die G20 im Wesentlichen aber bei der Frage von mehr Wachstum. Und das ist hochproblematisch, weil ökologische Aspekte kaum eine Rolle spielen, die soziale Aspekte ausgeklammert sind, die Frage von Arbeitsplätzen, die Frage von nachhaltiger Entwicklung überhaupt keine Rolle spielt, sondern was allein eine Rolle spielt, ist der Zugriff von Investoren auf renditeträchtige Projekte. Das Handelsvolumen und das Weltwirtschaftswachstum ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Gleichzeitig ist aber auch die Ungleichheit zwischen den Ländern und auch innerhalb verschiedener Länder stark gestiegen. Auf dem G20-Gipfel dieses Jahr werden keine Politiken beschlossen, die in irgendeiner Form Fluchtursachen bekämpft. Wir werden es nicht mit Verbesserungen von Klimapolitik zu tun haben. Wir werden es nicht mit einer Verbesserung von einem anderen ökonomischen System zu tun haben. Und das ist aus unserem sozusagen Denken heraus tatsächlich eine systemische Frage. Der Kapitalismus ist darauf angelegt, dass einige wenige Profit machen und dass ein Großteil der Bevölkerung nichts von diesem Profit abhaben kann. Der G20-Gipfel hat sich ja jetzt zum Ziel gesetzt, nochmal über die Einhaltung der Klimaziele zu beraten. Das heißt, die Perspektiven von vielen Staaten, die eigentlich viel, viel mehr Unterstützung noch, auch gerade vom globalen Norden, bräuchten, um auf erneuerbare Energien umzusteigen, die sitzen gar nicht mit bei den Beratungen dabei. Und es wird halt vor allem unter der Frage diskutiert, wie können wir das System stabilisieren, wie können wir auch unseren Handel untereinander stärken. Und da ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass viele wichtige Klimaschutzziele wieder unter den Tisch fallen. Die Krisenpolitik der G20 hat zu einer dramatischen Umverteilung geführt, von unten nach oben, von arm zu reich. Das muss umgekehrt werden, zum Beispiel durch höhere Vermögensabgaben, durch eine Schließung von Steueroasen. Die Politik, die die G20 verfolgen, ist zugunsten der 1%. Und hier braucht man einen radikalen Wandel hin zu einer Politik für die Mehrheit der Gesellschaften. Und genau das bieten die G20 nicht. Ich finde es wichtig, dass wir zeigen, dass wir gemeinsam für unsere Interessen kämpfen können. Und auch ein deutliches Zeichen gegen diese Beratung sitzen, die halt viele Perspektiven einfach mit ausklammern und auch viele Interessen, die global existieren, mit ausklammern. Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall dagegen halten. Deswegen kommt alle nach Hamburg und demonstriert für eine gerechtere Welt, für eine faire Handelspolitik, für eine menschenrechtsbasierte Migrationspolitik und für eine starke Finanzmarktregulierung. Wir streiten für reale Demokratie, für globale Umverteilung und für sozial-ökologische Transformation. Wir müssen Bewegungen bilden, wir müssen Widerstand aufbauen. Wir müssen gemeinsam formulieren, was wir tatsächlich wollen. Ich glaube, was wir lernen müssen und wo wir einen Anfangspunkt setzen wollen bei G20 ist, wir müssen das selber in die Hand nehmen. Unsere Politik, unser Widerstand muss sich gegen den globalen Kapitalismus richten und dafür müssen wir zusammenkommen, dafür müssen wir massenhaft zusammenkommen und dafür müssen wir all unseren Mut zusammennehmen, um gegen diese Politik der Angst und Verunsicherung auf die Straße zu gehen. People need to take the destiny in their hand. It's not 20 people who can take us as leaders. So we need to be all leaders, all responsible, and that is very important.